dürfen, kann mit Klaus Schmidt ein neuer erster Vorsitzender gewonnen werden. Nach einem kurzen Intermezzo durch mich als ersten Vorsitzenden von 1984 bis 1987 wird mit Willi Zervos der heute noch erfolgreich tätige Vorsitzende gewählt. Ein weiterer wichtiger Meilenstein wird im November 1993 gelegt. Im hohen Alter von immerhin 71 Jahren wird das Tambuco-Neffeltal-Disternich 1922 e.V. formal juristisch neu gegründet und in das Vereinsregister eingetragen. 1997 wird das 75-jährige Bestehen des Vereins mit einem rauschenden Fest gefeiert. Ich denke, nicht wenige der hier Anwesenden erinnern sich noch an den damaligen Freitagabend mit dem Abschluss durch den großen Zapfenstreich und das große Höhenfeuerwerk. Nicht weniger als 28 Abordnungen und Vereine begleiteten uns seinerzeit während des Festzuges. In den vergangenen 10 Jahren ist unser Verein nicht nur in der Mitgliederzahl stetig gewachsen. Wenn es auch in der heutigen Zeit nicht leicht ist, jungen Menschen den Sinn und Zweck von dörflichen Vereinen nahezubringen, ich denke, das wissen alle, wovon ich rede, gelingt es uns doch Gott sei Dank immer wieder, Nachwuchs zu gewinnen. Aktuell proben insgesamt 8 junge Neumitglieder, um uns in absehbarer Zeit zu unterstützen. Die Zahl der aktiven Mitglieder wird dann mit ihnen auf insgesamt 42 ansteigen. Damit dieser Weg weiter fortgesetzt werden kann, haben wir uns entschlossen, dem Spiel nach Zahlen adieu zu sagen und uns der professionellen Notenlehre zuzuwenden. Zu diesem Thema werden Sie später noch mehr hören. Über diese Maßnahme hinaus bemühen wir uns ständig, unseren Mitgliedern etwas Neues zu bieten. Aus unserer Sicht muss jedes Vereinsmitglied in der Lage sein, die Frage, warum bist du im Verein, beantwortet. So bieten wir neben nunmehr hoffentlich professionellen Notenkenntnissen fast in jedem Jahr über diverse Grillfeiern und der obligatorischen Weihnachtsfeier hinaus einen möglichst kurzweiligen und informativen Vereinsausflug an. Die dort getankte Kraft wird innerhalb des Jahres dann bei immerhin ca. 80 Spiel- und Probeterminen in Musik umgesetzt. Getreu dem eingangs erwähnten Vergleich zwischen 85 Jahren Tambuco-Neffeltal und einem Menschenleben hat unser Verein nun ein stattliches Alter erreicht. Betrachtet man jedoch unser Durchschnittsalter von immerhin 30 Jahren, und dabei wurden die 8 Nachwuchsspieler nicht mitgerechnet, kann man nicht von einem alten Verein sprechen. Wir nehmen für uns selbst in Anspruch, den Traum von ewiger Jugend zu verwirklichen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bevor wir nun zum weiteren Programm übergehen, wollen wir in dankbarer Verehrung und Freundschaft derer gedenken, die heute leider nicht mehr mit uns feiern können, weil sie viel zu früh aus unseren Reihen genommen wurden. Ich bitte Sie, sich von den Plätzen zu erheben. Thank you.
als musikalischen Leckerbissen zum Ende des Jahres konnten wir vom DC uns bereits zweimal von der Qualität einer besonderen Musikvereinigung überzeugen. Für die professionellen musikalischen Darbietungen des heutigen Abends darf ich Ihnen vorstellen und gleichzeitig herzlich in Disternich begrüßen. Meine Damen und Herren, das Blasorchester Wölkesdorf unter der Leitung von Armin Jacobi. Weitere Gäste des heutigen Abends begrüße ich die St. Nikolaus Schützenbruderschaft Lüxheim mit ihrem stellvertretenden Brudermeister Volker Franz. Die St. Anna Schützenbruderschaft Eggersheim mit ihrem Brudermeister Hans-Jakob Klinkermann. Die St. Antonius Schützenbruderschaft Müddersheim vertreten durch die Schützenkönigin Carola Nellessen. Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Dorweiler mit ihrem Brudermeister Lorenz Fuß. Sowie die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Gladbach mit ihrem Brudermeister Hans Bacher. Herzlich willkommen hier in Disternich und vielen Dank für euer Kommen. Wie bereits eingangs erwähnt, haben wir uns in der jüngsten Zeit nach vielen Anläufen und unermüdlicher Überzeugungsarbeit entschlossen, dem bisher gewohnten Spiel nach Zahlen adieu zu sagen und uns der professionellen Notenlehre zuzuwenden. Für uns ein wahrer Kraftakt, der nicht nur Kraft, sondern auch Schweiß kostet. Konnten wir uns bisher mit ca. 16 Zahlen musikalisch ausdrücken, müssen wir uns nun mit ungefähr 50 verschiedenen Notengriffen, Pausenzeichen, Taktbezeichnungen und vielem mehr herumbleiben. Seit ca. einem Jahr kommen wir uns vor wie die ABC-Schützen. Doch die Mühe soll sich lohnen. Nach Überwindung der Talsohle werden wir unser Repertoire hoffentlich deutlich umfangreicher gestalten können und neben der reinen Straßenmusik auch umfangreiche konzertante Musik darbieten. Auch werden wir für junge Menschen deutlich interessanter werden, da wir dann eine fundierte musikalische Grundausbildung bieten können. Alles in allem also eine gute Sache. Damit uns dieser umfangreiche Schritt auch zu einem Erfolg führt, haben wir von Anfang an auf fachliche Unterstützung gesetzt. Fündig geworden, wie sollte es anders sein, sind wir beim bereits erwähnten Blasorchester Wölkesdorf. Irgendwo hier links von mir befindet sich eine Musikerin, die im Blasorchester Wölkesdorf für die Nachwuchsarbeit verantwortlich zeichnet. Ich darf Liliana einmal zu mir bitten. Liebe Viljana, mit dir haben wir jemanden gefunden, der neben der musikalischen Qualifikation auch eine Engelsgeduld aufbringt. Wie oft habe ich dich bewundert, wenn es mal wieder bei der Probe nicht so recht klappte, irgendetwas hakte
oder jemand zu Hause einfach nicht geprobt hat. Immer hast du eine Ruhe an den Tag gelegt.